Ab in die Lava. Kurt ist der Bossfight ever. Und auch der letzte. Pfannkuchen mit Speck forever. Genau so. Pfannkuchen. Speck. Der hat keinen Speck an den Rippen, echt nee. Aber scheiße, sieht er trotzdem aus. Die Lampe, wir müssen mich auf was Lampe kriegen. Oh ja. Fang den Papageien. Ey, ganz ehrlich, dieser Kampf ist eigentlich nur dodgen. Wo ist die Lampe da? Wo ist die Lampe? Das war gekonnt ausgewichen. Donald kann das. Ich habe das nur gerade nicht auf Schnelltaste. Schnelltaste dann. Ich bin gerade ausgewichen, obwohl ich mich... Ich komme hier nicht hoch. Ich komme hier nicht hoch. Ich komme hier nicht hoch. So. Would you kindly kill the bird? Er ist voll unnötig da im Hintergrund, weißt du? Er trifft mich nicht mal. Er macht auch nichts anderes. Er grinst blöd und kann nicht treffen. Wie ich im Sportunterricht. Oh, wie dumm. Ist ja so. Und Völkerball kann ich auch nicht treffen und grinst dann blöd, wenn ich daneben geworfen habe. Sehe ich wenigstens gut dabei aus. Das ist so ein spannender Bossfight. La 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 la. Ich dachte, ich war in den Lava. Aber dieses Spiel hat ja etwas, das nennt sich unsichtbare Wände. Hä, wo ist der Papagei? Papagei. Da. Sache nur. Would you kindly be... Das ist echt ein geiles Spiel. Verprüge den Papagei. Ja, ich sag ja, spannend. Tierschützer wären nicht glücklich drüber. Das war der beste Sonic-Stoß ever. Sonic-Stoß. Ey, vielleicht klingt er noch tot. Töte ihn. Töte ihn. Töte. Diese hässliche Lampe hält er nicht mehr fest, weißt du? Wie kann er noch fliegen? Der ist gleich beim Mond angekommen oder so weiter. Ey, wo ist er hin? Oh, ey. Jago, du inkompetentes Scheißvieh. Jago. Wow! Okay, so, das war... Oh, guck wie er aussieht. Er sieht aus wie ein Herzinfarkt da unten. I'm dying. Ich glaube, da reißt sich gleich das Gesicht ab. Scheiße, Maskerade. Oh Mann. Ich bin ein roter Genie. Okay, ich wollte aber gelb sein. Wo hat er die jetzt her? Aus seinem... Achso, ja, die hatte Jago, ja, Kappa. Lol, ja, ich dachte, nee, ich dachte gerade, Jago hat die gelbe Lampe, aber er hatte ja die schwarze. Todestornado. Phänomenale kosmische Kräfte wird sich deinen Lebensraum. Ich würde dich so in die Lava schmeißen. Kraft der Hitze erhalten. Feuer hat... Das ist so dumm eigentlich. Hä? Anstatt die 5 Millionen hier Meter weit wegzuschnippen und dass die irgendwo im Sand vergraben sind, würde ich sie gleich in die Lava werfen. Das ist echt so. Oh Gott, was spring runter, alle Jasmin, spring runter. Dead Booty. Toll. Das war der Sack. Das war der Sack. Das ist echt so. Jasmin! Jasmin! Die lag eigentlich hinter dir. Jasmin ist durch das Schlüsselloch gekommen. Weißt du, er ist so kacken verzweifelt und er macht einfach nur einen auf Ego-Trip und schließt erstmal die Tür ab. Jasmin ist durch das Schlüsselloch gekrabbelt. Jetzt macht er zu und Genick gebrochen. Oh Mann, was ist hier los? Und jetzt ist sie für immer in Stein. Und der Prinz war zu Stein. Oh nein. Oh Mann. Götterspeise ist flugbar gebrochen. Knack. Genick. Oh Gott. Wie heißt das Märchen nochmal? Goldmarie und Pechmarie? Goldmarie und Pechmarie? Oder nee, hier Frau Holle war das. Frau Holle war das, ja. Frau Holle. Jetzt so wie Han Solo guckt die Körper. Jasmin! Wie Han Solo guckt sie da jetzt raus. Da Vader ist schuld. Jasmin so versteinert im Schlüsselloch wie Han Solo. Das wäre. Ach du Kacke, das gab's auch noch. Ach du Kacke. Was muss ich machen? Lenken. Toll. Oh scheiße, Vivi. Scheiße, Mechanics. Richtig anspruchsvoll. Links, rechts, links. Aua. Okay, aua. Komm, die Fresse aufgerissen, lass sie mal gehen. Nee, ich bin voll der Pro. Oh, Alter, der hätte mich treffen müssen. Das war nah. Also, deine Haare sind schon wegrasiert.
Ich möchte gerne hoch. Das ging schnell. Aber es geht noch weiter. Na super. Schön. Schön, schön. Da kommt die Decke von der Decke. Der Teppich fliegt eigentlich von selbst. Ich muss fast gar nichts machen. Ich habe wohl jetzt die Ausfahrt nicht gekriegt. Die Ausfahrt alleine. Ja, die Einfahrt, die Ausfahrt, den Tunnel. Das war jetzt das Schwerste überhaupt. Früher haben wir da einen abgebrochen und jetzt so ein bisschen bewegen. Links, rechts. Das war echt ein bisschen erbärmlich, aber egal. Und jetzt, kurz bevor du rausgehst. Nope. Und dann bist du hier. Tiger Snack. Tiger Snack. Weck den Tiger in dir. An allerliebsten erst die Schoko. Crispy. Tiger. Schoko-Tiger. Jasmin ist also nicht mehr Agrabah. Wo willst du es wissen? Sora, lass sie uns suchen. Wo willst du es wissen? Tut mir leid, aber ich kann dich nicht mitnehmen. Warum nicht? Ich wünschte, wir könnten. Aber es geht nicht. Wenn wir in eine andere Welt mitnehmen, heißt das... Du würdest dich auflösen. Ein Fisch. Ein Mischen. Aladdin, wir werden Jasmin finden, versprochen. Erde an Erl. Hallo? Du hast immer noch einen Wunsch frei. Sag einfach das Stichwort. Bitte mich, Jasmin für dich zu finden. Ich wünsche mir, dass du frei bist, Genie. Das kann ich schon nachholen, plappern. Ich krieg ja Füße. Scheiße, er kann laufen. Fußdeo. Ich habe Füße. Ich muss mich einfach Muskeln bilden, ne? Also, seine Figur ist auch nicht gewohnt, ne? Das ist keine schöne V-Form. Hast abgemacht. Du kannst jetzt überall hin. Jetzt bist du dein eigener Meister. Und er ist happy. Es wäre natürlich ganz toll, wenn du mit Sora mitgingst und helfen würdest, Jasmin zu finden. Tut mir leid, Al. Ich lass mir von niemandem mehr Befehle geben. Asshole. Einen Gefallen tun, das ist was anderes. Damit könnten wir es mal versuchen. Schließlich sind wir Freunde, oder Al? Genie. Überlass das nur mir. Ich würde auch schon mal einen blauen Genie als Freund haben. You never got a fan like me. Boyband Pose. Boyband. Oh man. Boah, mein Auge juckt wie Hölle. Naja, aber damit hätten wir dann auch schon mal Agrabah fertig. Also oh, das ist schon mal... Was? Oh. Arschloch United. Verschwörung mit Superschurken. Nee. Dieser schwierige Visier hätte sie sich schnappen können. Wenn jemand da gewesen wäre und ihm geholfen hätte. Hey, ich habe meinen Job getan und die Prinzessin gebracht. Jafar war nicht mehr zu helfen. Sein Hass brach ihm das Genick. Oh, das ist so. Sollte es niemals zu weit. Würde ich auch gerade sagen. Hey, Jasmin. Ich treib's, wie ich will, klar. Übrigens, Kleiner, wir haben hier was ganz Besonderes für dich. Hatten wir nicht eine Abmachung? Du hilfst uns und wir erfüllen dir deinen Wunsch. Kairi, geh zu ihr. Kopfschüsse kommt aus, das ist so teuer. Nur zur Erinnerung, das wird keine Kreuzfahrt, keine Vergnügungsreise. Warum macht ihr das alles für mich? Wo ist der Haken? In seiner Hand. Wo der Haken? Dumme Junge, ist nicht so lustig. Ich möchte, dass du glücklich bist. Ja, wie ein Sohn. Du kannst keine Kinder kriegen. Glaub, was du willst. Ich jedenfalls habe meinen Teil der Abmachung eingehalten. Punkt Augen. Vielleicht kommt Laser raus. Oh, wo ist der Haken an seiner Hand? Alter! Ey, das war so schlecht, dann bist du so gut. Das war nur die Wahrheit. Du bist wie ein Sohn für mich. Du kannst keine Kinder kriegen. Du hast versucht, Aurora umzubringen. Genie kann gerufen werden. Hier, nimm wieso versuchen mit. Eigentlich alle Bösewichte ein Kind umzubringen? Ja, ich wollte dann halt grünes Trio-Techer lernen. So, bitte. Malefiz will Aurora umbringen. Ja. Hook will Peter Pan töten. Ja. Hades
will Herkules diesen vergifteten Schnulli da andrehen. Dann Ursula versucht Ariel zu dingsen. Wen gibt's noch? Nee, Jafar will Jasmin heiraten, aber es ist genauso schön wie der Tod. Und ne, Vergleich. Griffin? Hier, du kriegst jetzt mal eine Protege-Kette. Wen gibt's noch? Hier, Kack-Schurken gibt's denn noch? Kann man Clayton als einzählen? Der will die Gorillas. Der will die Gorillas. Gorillas. Das sind aber keine Kinder. Ey. Ich war Gorilla-Kinder. Statt Gott also Gorilla-Kinder. Oh, das tut so weh wieder. Was gibt's denn dann? Berserker oder Konter? Nana, Berserker oder Konter? Das ist, warte mal, steigert die aus. Steigert in aussichtslosen Situationen von anderen die physische Angriffskraft sprunghaft. Startet Konterangriff. Je höher die Trefferquote, desto schneller die MP-Heilung. Nur die MP-Heilung? Oder ein Konter. Nehmen wir Konter. Alleine wegen Vita. Oh, Esprit. Was? MP-Heilung bei Schadens allein. Schadensgröße bestimmt Heilungsvolumen. Ja. Esprit. Das ist eine Modemarke. Ey, ist echt so. Esprit. Ah, halt, das wollte ich auch nochmal, genau. Hier statt... Nee. Ich möchte hier Aisra hinhaben. Hier möchte ich gerne Aero hinhaben. Mir fallen keine Bösewichte ein, die versuchen Kinder zu töten. Bösewichte, die versuchen Kinder zu töten? Ja. Aus Disney. Die böse Hexe aus Schneewittchen. Stimmt. Schneewittchen ist auch erst 16 oder so. Ja. Oder noch jünger, irgendwie sowas. Irgendwo stand das die mal. Die älteste Disney-Prinzessin ist Elsa mit 21. Elsa ist 21? Ja, das ist die älteste Prinzessin. Krass. Weil Aurora ist 16. Ja. Schneewittchen ist glaube ich auch 16. Eigentlich sind alle 16. Also so zwischen, außer hier Alice. Ich glaube Alice ist... Wahrscheinlich 13. 13, 14, irgendwie so. Ab 13, 14 und dann 21. Das ist die Prinzessinnen. Wie alt ist Pocahontas? Pocahontas? War die nicht 18? Ja, irgendwie so, also 18, glaube ich. 18, 19, 18? 19. Pocahontas war cool. Die wo, da war dieser Red... Ich dieser war 5 und hab meinen ersten Menschen getötet. Quatsch. Ja, okay. Ja? Warte mal. Mit der neuen Triotech sollten wir besuchte Welten nochmals erkunden. Hallo. War nicht auch im Accessoire-Laden so ein Zeichen? Nein. Das ist ein Zeichen, dass wir zurück nach Traverse sollen. Ob diese verlorene Seite zu Merlins Buch gehört? Nein. Ach hier? Dolle Wetter, dann sollten wir easy... Wieso muss immer Ach hier? Da steht da nicht. Na und? Da steht kein Ach hier, also brauchst du kein Ach hier. Na und? Warp. Captain Warp. Quark. Quark, Quark. Wow, wow, wow. Ja, 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 ja. Oh Mann. Wusch. Hier mit unserer Waschbell. Was wo ist denn ein Röschen? Bell? Bell? Gaston. Gilt, ja. Gilt vergewaltigen als angreifen? Ja. Wen gibt's noch? Ich überlege mir gerade also, die ganzen Prinzessinnen. Ja, bei Alice war es ja die Herzkönigin. Ja. Ab mit dem Kopf bei, und so. Bei Pocahontas gab's ja keinen, der... Naja, komm! Ja, okay, Redcliffe wollte hier alle töten. Ja, stimmt. Okay, Redcliffe. Gute Klippe. Aber man konnte man jetzt nicht hier Magie und den Feuerer? David Redcliffe. Jetzt brennt es Dollar, guck. Ich bin begeistert. So, Triotech! Bestes Triotech überhaupt. Schön, dass er auf dem Wuppel steht. Knack. Weißt du, Goofy Skinneck, ne? Knackerdöner. So, wir können jetzt was schmieden, Leute! Lass mal ein Mokri ins Feuer werfen. Lass mal was schmieden, okay. Wäre ja ein bisschen hart, ne? Oh, hallo, da sind Kisten. Kupu. Kopper. Ich glaube, hier waren auch noch ein paar Postkarten. Der 7., 8. und 9. Welpe. Wir müssen auch noch mal zu den Dalmatinern. Mitri Erz. Wir müssen gar nicht. Wir können auch einen schicken Mantel draus machen. Nehmen wir Cruella de Vil. Ja. Wo wir dabei waren. Cruella de Vil wollte Hundebabys töten. Ja, aber... Das sind auch kleine Kinder. Postkarte. Nein. Oh, ist ja recht. Wo ist denn... Kann ich die Tür... Das ist jetzt werden die Muckis ja frieren. Hört euch die haben keine Hose an, weißt du? Und jetzt weil die Kerze aus ist, werden sie ja frieren. Wir können aus euren Items ungewöhnliche neue machen, Kupo. Lasst uns jetzt etwas für euch machen, Kupo. Bringt einen Haufen Items von euren Reisen mit, Kupo. Ich liebe vielleicht ein Muckis. Stück Stoff und so viel kleinen Kupo. Lass uns schmieden. Mal sehen, was können wir machen? Oh, ich liebe diese kleinen. Pyrosplitter, Elixier.
Energiereif, was kann das Ding denn? Energiereif. War mal Eiferring, das war für AP, glaube ich. Dunkelring war Dunkelresistenz. Kräftekette war Erhöhung des Angriffs und Energiereif. War das MP? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich bin mir unschlüssig. Wir haben nicht genügend Cyanid-Schmitter, scheiße. Weißt du, in Kingdom Hearts 2 werden die dir hinterhergeschmissen wie so eine Scheiße. Und hier gibt's die so selten wie... Weiß ich nicht, wie Gold am Meer. Wie Gold am Meer alleine. Eiferring mache ich. Kräftekette könnten wir auch machen, weil wir Dunkelring, wie viel brauchen wir dafür? Brauchen wir hier Luzidschmitter für? Machen wir damit noch. Kann sogar mehr sein, dass Gold... Gold am Meer ist als bei mir hier zu Hause, also. Machen wir jetzt den Energiereif oder machen wir die Kräftekette, weil wir haben nur noch zwei Achatsplitter. So, mal sehen. Weil wenn man eine gewisse Anzahl schmiedet, dann schaltet man nämlich neue schmiedbare Items frei. Schmiede. Weil man Cyanidsplitter, lass mal kurz gucken. Oh, da können wir nicht machen, dafür sind Cyanidsplitter. Hier, das können wir noch machen. Hütte. Ich kann so eine Hütte bauen. Yay. Ich baue dir ein Schloss. Do you wanna build a boy pet? Nein. So, und was hast du jetzt für mich? Kupo? Ein Haus. Eines Tages bauen wir die Waffe aller Waffen, Kupo. Bringt uns alle möglichen Items, Kupo. Denn Mogris sind in Wirklichkeit Meister des Krieges. Sie machen alles mögliche an Waffen. Ich wollte schon immer mal, dass ein Mogri mir eine Waffe schmiedet. Ganz ehrlich. Ich wollte immer einen Mogri zu Hause haben. Der dir Waffen schmiedet. Nein, einfach weil ich sie süß fand. Der dir Waffen schmiedet. Wieso ist die Kerze wieder... Okay. Der Mogri hat gefroren. Mori, OP. Hä, war nicht noch eine Postkarte? Ich bin jetzt ein bisschen doof. Mach mal, ist hier noch was? Postkarte? Muss ich hier nicht irgendwo gegenhauen? Ich bin gerade am überlegen. Schlag den Mokri. Schlag mal hier. Nee. Hier. Die Maschine explodiert. Ja. Das wäre ein bisschen kacke. So ein bisschen. Traverse mit dir. Wir gehen jetzt erstmal in den Item-Shop, liebe Leute. Denn Donald und Goofy brauchen dringend neue Ausrüstung. Hosen auch. Warte mal, war hier nicht noch ein Triote? Ach, ich würde das voll toll finden, wenn man die Leute einkleiden könnte. Das wäre schon cool, ne? Das würde ich richtig geil finden. Grundsätzlich so RPG-Spiele, wo man Leute ausrüsten kann, wo man dann einfach die Klamotten ändern kann. Das ist so cool. Ja, deswegen liebe ich Diablo eigentlich ja so gerne. Ich würde was kaufen. Weil du kannst diese Rüstung einfach so verändern, wie du willst. Pentastab. Pentakel. Das besitzt starke magische Kräfte, ist auch für physische Angriffe gut zu gebrauchen. Magierstab, Magiequid formt sich aus dem Stab. Maximum MP steigen um 1. Hammerstab geeignet für den Kampf, hat eine hohe Durchschlagkraft. Achso, das war einfach der mit dem Hammerstab geschaffen für besten für den Kampf. Besitzt immense Durchschlagkraft. Maximum MP minus 1. Genau, das war mehr so offensiv und das war mehr so Magie. Buckler, Gigas Buckler, warte mal. Handlich und Promat im Offensivkampf, eine Abwehr eher unbrauchbar. Mitri-Schild, ein praktischer Schild, der seine Funktion im Kampf erfüllt. Dreieckschild. Großer Schild, eher für Abwehr gedacht. Golem-Schild, dient eher der Abwehr, auch offensiv einsetzbar, schützt vor vielen Angriffen. Ja, da kann man sich denn so aussuchen, auf was man denn Donald und Goofy trimmen will. Bei bei Donald und Doofy. Oh Mann! Okay. Donald und Doofy! Ja, so macht das. So ist das hier im Auenland. Das ist so kaputt, ey. Okay, ich würde sagen, wir holen für Donald den Magierstab. Weil man starke magische Kräfte hat, physische Angriffe. Wieder die Autofahrt denken. Oder man holt sich den Pentastab, weil Pentastab ist für beides gut. Ja, den Pentastab. Gut. Pentastab. Das ist gerade irgendwie unsere Autofahrt wieder denken. Pentastab. Was holen wir für Goofy? Wieso? Was? Ich bin im Anhänger gewesen und rückwärts den Berg runtergerollt. Ich muss gerade irgendwie... Irgendwie dran denken. Doppelte Schraube. Und Shit. Das Rad hat mich geritten. So, warte mal. Also wenn wir jetzt Dings auf... Machen wir jetzt Goofy mehr auf offensiv oder defensiv? Das weiß ich nicht. Weil einerseits ist es wichtig, dass er auch überlebt. Er kann auch mal ein bisschen Schaden machen. Finde ich. Ja, aber er ist so ein Tanky. Nee, dann holen wir ihn den Golem-Schild. Abwehr. Den Goofy. Den Goofy-Schild. Los, Goofy-Schild. Nee, stimmt ja. Goofy-Schild. Ein Gonald, meine ich. Gonald und Doofy. Doofy. Ausrüstung Gonald.
Und wobei, guck mal, erst dann so dann, bei Doofy muss ich immer an diese fette Ente von DuckTales denken. Der Sternstab ist voll schön und dann kommt der Penta-Stab, was eigentlich derselbe Stab ist, bloß mit einer anderen Farbe. Guck mal, der ist so gelb und blau und der ist dann so grün und blau. Aber guck mal, der ist um 2 stärker. Nice. So, dann Goofy hat den Buckler, der kriegt aber jetzt den Golem-Schild. Der hat, weiß ich gar nicht, wie stark... Da tut sich gar nichts. Scheiße. Egal. Sieht hübsch aus, ne? So, weil wir haben so einen Plexus, aber wir können jetzt die Wunder... Solar Plexus. Wenn man hohe Trefferquote und Durchschlagkraft sind seine Merkmale. Ich finde das Schwert sauhübsch. Das ist auch stärker. Ja, also ich mag Wunderlampe mehr als im Plexus. Ja, wer mag das nicht lieber? Es gibt wirklich so einige... Nee, weißt du, manche gehen bei den Schlüsselschwertern mehr nach den Stats. Ist eigentlich auch richtig, aber manchmal denke ich mir so, oh, einige... Heißt das nicht, wie heißt das eine Schwerter, die schwarze Memoir oder... Memoir. Ja. Oder doch, Memoir, genau. Ja, das ist toll. Oh, ich habe das geliebt. Oh. Ich mochte... Ultima fand ich hässlich. Ultima fand ich jetzt nicht hässlich, aber ich fand, es war zu viel. Ich fand das nicht schön. Ich mochte am liebsten hier... wie hieß es? Sterntreue. Das war das Weiße, ne? Ja. Ja, das fand ich auch schön. Sterntreue ist richtig schön. Was ist eigentlich mit euch, Leute? So, jetzt für die, die auch so Kingdom Hearts haben. Hat einer von euch so ein Lieblingsschwert? Oder grundsätzlich eine Lieblingswaffe? Axel. Was, das ist auch ein Schlüsselschwert. Ja, das kommt... Ich finde das nochmal... Flammenfesseln. Flammenfesseln, genau. Aber ich finde das so geil, dass Axel denn auch ein Schlüsselschwertträger wird. Danke für den Spoiler. Bitte. Ich finde das voll geil. Wahrscheinlich denken sich jetzt die meisten so, oh, Nana! Ist doch egal, Axel lebt! Ich bin ein riesen Fan von ihm. Ja, aber wer weiß... Er lebt! Dann habt ihr das jetzt nicht gehört, dann spurt nochmal zurück und haltet euch die Ohren zu! Ja, das bringt jetzt auch, Nana. Was will ich hier eigentlich? Weiß ich nicht. Was wollte ich hier jetzt noch? Also, wir haben uns Waffen gekauft. Egal, aber ich will mir dieses Game holen. Das Game! Das Game von Kingdom Hearts. Das war... Hey, war das nicht... Da, wo das drin vorkam, das war doch Drip Drop Distance, oder? Nee, Dream Drop Distance. Sag mal Drip Drop. Nein. Nicht? Nein. Nicht? Nein. Warum nicht? Nein. Was, welches war das dann? Ja, ein anderes. Zu... Hä? Quatsch, das war das. Nein. Da waren doch in diesem Turm. Ja, aber nein. Doch. Das kann nicht sein. Doch. Nein. Doch. Egal, das war das. Erlebt. Egal, Mann. Auron wartet. Auron wartet. Aber scheiße, wo muss ich denn jetzt hin? Und ich warte auf eine PlayStation... Blazel. Eine PlayStation Portable, damit ich Börsch bei Schieb. Außer ich kaufe mir natürlich hier Kingdom Hearts 1.5 oder wie das heißt. Nee, 2.5. Final Mix oder was? Ja, bloß da gibt's dann halt Börsch bei Schieb. Börsch. Börsch bei Schieb. Und... Kingdom Hearts 2, Kingdom Hearts 3 gibt's noch nicht, ne? Nee, gibt's auch noch nicht. Share of Memory? Nee, das ist auf 1.5, das habe ich auch. Welches denn noch? War mal Birth by Sleep? Achso, und Reloaded gab's da noch drauf in guter Grafik? Reloaded, schuh. Ja, also ich hasse das Game. Alleine wegen diesen ganzen Klötzen einfach nur, die du zerstören musst, diese ganzen Datenklötze, die sind so unnötig. Aber halt so eine, ich weiß nicht mehr welches Dream Drop, egal welches Game das jetzt war oder welche Games das dann noch alles gibt, so, aber ich finde die so geil, aber sie sind scheiße teuer, echt. Ich mag das gar nicht. Wo fahren wir jetzt lang? Was ist oben, was ist unten? Das ist das, was ich gerade nicht weiß. Landen muss man doch gar nicht, oder? Ich muss erstmal nach Agrabah warpen, von dort aus weiter zu fliegen. Wo war das jetzt nochmal? Also entweder nach unten. Ja, also entweder kommt jetzt Atlantica oder kommt Halloween Town? Nee, Halloween Town kam nach Atlantica, oder?
Oh, denkt, ich habe die Karte gerade im Kopf. Nee, Köln-Klingen, Weltkarte. Meine Party steigt in Atlantika. In Abrababa. Na, dann sag mal, wollen wir hier lang oder wollen wir nach oben oder unten? Sag mal an. Du bist jetzt der Captain. Ich will nicht bei Monstro landen. Ich hab so eine Hass auf diese Welt. Oder landet man bei einer der Welten hier automatisch bei Monstro? Weiß ich nicht. Weil man denn da hinfahren will, dann wird man von dem Vieh verschluckt. Stimmt. Da war da so eine extra Schleife, oder nicht? Ja, genau. War das jetzt hier oben oder was? Nee, unten. Wenn man unten lang fällt, kommt man zum Monstro. Genau, also willst du nicht zu Monstro? Ich will eigentlich ungern zu Monstro, aber ich hasse diese Welt einfach. Dann haben wir sie aber schon hinter uns. Stimmt.